Wusstest du, dass Starship nicht zwei, sondern drei Stufen hat? Der Super Heavy Booster spielt die Rolle der ersten, Starship die Rolle der zweiten und die Bodenanlagen die der nullten Stufe. Daher bezeichnet Elon diese Stufe auch gerne als Stage Zero. Er meint auch, dass diese nullte Stufe um Größenordnungen komplexer ist als die Rakete selbst. Und ich glaube ihm, wenn er das sagt. Denn sobald man beginnt, sich damit zu beschäftigen, wird schnell klar, wie vielfältig die Aufgaben der Bodenanlagen sind. Und da dieses Thema so wenig Beachtung findet, schauen wir uns heute Mechazilla und Co. genauer an, damit wir das Starship-Programm besser verstehen. Während SpaceX in Florida am weltberühmten Slick 39A bereits die zweite Generation der Stage Zero, also quasi Stage 0.2, in zweifacher Ausführung errichtet, repräsentieren die Anlagen in Boca Chica den Prototyp. Bevor es in Boca Chica noch irgendwelche Teststände gab, wurde Starhopper ganz ohne getestet. Danach errichteten sie die beiden suborbitalen Teststände A und B. Parallel dazu hat SpaceX schon früh mit den Bauarbeiten für die orbitalen Anlagen begonnen. Denn dieser Bau war wesentlich aufwendiger und komplizierter als die suborbitalen Teststände. Dabei war das Design niemals in Stein gemeißelt. Im Laufe der vergangenen Monate hat sich sowohl der Starttisch als auch der Turm mehrmals verändert. Der Anspruch bei SpaceX war niemals, eine vollständig ausgereifte Anlage zu bauen. Die Idee war, dass man mal beginnt und unterwegs herausfindet, welche Denkfehler man gemacht hat. Integraler Teil dieser Strategie sind die unzähligen Tests, denen sich alle Prototypen unterziehen müssen. Stage Zero selbst besteht aus drei wesentlichen Säulen bzw. Hauptkomponenten, die wiederum selbst aus unzähligen Subsystemen bestehen. Die erste Säule ist die orbitale Tankfarm. Das Herzstück sind acht selbstgebaute Lagertanks. Mit einem Durchmesser von rund 9 Meter und einer Höhe von 40 Meter sind diese Tanks ziemlich baugleich zu den Starship-Tanksegmenten. Außen drüber ist eine isolierende Schale mit einem Durchmesser von etwa 12 Meter. Der Raum dazwischen ist mit Perlit gefüllt, um noch effizienter zu dämmen. Denn je weniger verdampft, desto mehr spart sich SpaceX. Drei der acht Tanks sind für flüssigen Sauerstoff oder kurz LOX für Liquid Oxygen vorgesehen. Jeweils zwei weitere Tanks sind für Wasser und Stickstoff reserviert. Nach Adam Riese bleibt ein Tank übrig und der ist im Moment nicht genutzt. Der Grund für diesen ungenutzten Tank ist, dass SpaceX ursprünglich vorhatte, das Methan auch in diesen Tanks zu lagern. Aber der texanische Staat hat viel Erfahrung mit Treibstoffen und weiß vermutlich, dass es keine gute Idee ist, den gesamten Treibstoff direkt nebeneinander in oberirdischen Tanks neben dem Starttisch zu lagern, und man hat ihnen das verboten. Deswegen lagert das Methan nun in diesen horizontalen Tanks daneben. Der Schutzwall zwischen Starttisch und Tankfarm scheint Wirkung zu zeigen, denn SpaceX erweitert und erhöht ihn ständig. All diese Tanks werden mit Tanklastern befüllt. Um Starship einmal voll zu tanken, müssen mehr als 150 Tanker nach Starbase fahren. Um den Treibstoff auf die richtige Temperatur zu bringen, hat SpaceX diese Wärmetauscher installiert. Die sind mit flüssigem Stickstoff gefüllt. Stickstoff ist im flüssigen Zustand etwa minus 210 bis minus 196 Grad Celsius kalt. Durch diesen Wärmetauscher laufen Leitungen, durch die der LOX und das Methan durchfließen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Während all dieser Prozesse verdampft immer ein wenig Treibstoff. Deswegen sieht man überall diese Nebelwolken, die über Ventile abgelassen werden. Erst wenn alle Leitungen auf Temperatur gebracht sind, kann der tatsächliche Tankprozess beginnen. Dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Die Raptor-Triebwerke von Starship und Super Heavy werden mit Methan und Sauerstoff angetrieben. Das ist inzwischen Old News. Aber wofür brauchen die das ganze Wasser und diese Mengen an flüssigem Stickstoff? Wir haben schon gehört, dass sie den Stickstoff nutzen, um den Treibstoff auf die richtige Temperatur herunterzukühlen. Aber SpaceX macht viel mehr damit. Sie setzen auch regelmäßig Stickstoff ein, wenn sie Tanks testen. Denn Stickstoff ist träge und reagiert nicht so gern mit anderen Elementen. Und wenn das Ziel des Tests es ist, den Tank durch Überdruck zum Bersten zu bringen, dann willst du deinen Tank nicht mit etwas füllen, das leicht entzündlich ist. Wie Methan zum Beispiel. Und da unsere Atmosphäre auch zum größten Teil daraus besteht, macht es nichts, wenn es verdampft. Methan auf der anderen Seite ist ein hochpotentes Treibhausgas und hochentzündlich. Sie nutzen den Stickstoff auch, um die Triebwerke nach Tests damit sozusagen auszuspülen. Das bringt uns jetzt zu unserer nächsten Säule von Stage Zero. Ironischerweise steht diese Säule selbst auf sechs massiven Stahlbetonsäulen, die tief im Boden verankert sind. Die Rede ist vom Starttisch.
Eigentlich sollte es der Startring sein, denn der Tisch hat ein riesengroßes Loch in der Mitte. Das ist aber nicht einfach irgendein alter, verrosteter Stahlkoloss, sondern ein technologisches Multifunktionswunder. Der Starttisch hat mehrere Aufgaben. Weißt du, welche die sind? Dann hau kurz auf Pause und schreib mir in die Kommentare, welche Zwecke der Starttisch zu erfüllen hat. Freue mich schon darauf, deine Gedanken zu lesen. Zuerst dient der Starttisch ganz offensichtlich als erhöhter Stand, damit der Booster nicht auf dem Boden stehen muss. Der Starttisch ist fest mit den massiven Säulen verbunden. Das ist eine der Regionen der gesamten Anlage, an der ununterbrochen gearbeitet wird. Jedenfalls kann der Booster hier stabil stehen. Durch einen Zufall haben wir in einem Interview mit Elon und Tim erfahren, dass der Starttisch nicht ganz waage war. Das war auch gut zu sehen, als sie das erste Mal einen vollen Stack auf den Starttisch stellen wollten. Wie sie dieses nicht unerhebliche Problem behoben haben, klären wir gleich. Vorher möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Ausgabe Fabulous vorstellen. Fabulous ist eine Art digitaler Coach. Sie wurde von Verhaltenswissenschaftlern der Duke University entwickelt und hat mir schon in kürzester Zeit dabei geholfen, einige gute Gewohnheiten anzunehmen. Das sind alles ganz kleine und einfache Schritte, die aber dabei helfen, große Veränderungen herbeizuführen. Mein Ziel war es, produktiver zu werden. Und ich bin jetzt auf einem sehr guten Weg. Es gibt spezielle Programme, wo du auf dich angepasste Reisen antreten kannst. Hier bekommst du Tipps, wie du diese Gewohnheiten am leichtesten in dein Leben einbaust und davon profitierst. Es gibt einfache und schnelle Rezepte für gesundes Essen, personalisierte Briefe an dich, Motivatoren und vieles, vieles mehr, die dir dabei helfen, dich besser zu fühlen und in weiterer Folge auch deine Ziele einfacher und effizienter zu erreichen. Fabulous hilft mir und gerne auch dir, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Also finde auch du deine ideale Alltagsroutine. Die ersten 100 Personen, die auf den Link in der Videobeschreibung klicken, erhalten einen 25% Rabatt auf ein Fabulous Abo. Lass dir das limitierte Angebot nicht entgehen. Aber zurück zum Starttisch. Es ging um das Problem mit dem schiefen Starttisch. Augenscheinlich hat SpaceX dafür eine Lösung gefunden, die sie auch in ihre zukünftigen Starttischmodelle implementieren werden. Die 20 Klemmen, die den Booster halten, sind jetzt individuell justierbar. Das gibt dir in der Bauphase auch einen kleinen Spielraum für Ungenauigkeiten oder vielleicht sogar Senkungen. Die Klemmen sind übrigens auch dazu in der Lage, den Booster niederzuhalten, wenn die Triebwerke für Testzwecke feuern. Aber so ein Raptor-Triebwerk kannst du nicht einfach mal so feuern. Dazu brauchen sie ein wenig Hilfe von außen. SpaceX verwendet bei Starship ein zusätzliches faules Gas, um die Triebwerke anzuwerfen. Anfangs war dieses Gas in sogenannten COPVs gelagert. Das sind diese riesigen schwarzen Tanks hier auf den alten Prototypen. Mit der Zeit sind sie immer mehr ins Innere der Prototypen verschwunden, beziehungsweise wurden mit Abdeckungen versehen oder weggekürzt. Weil wir sind in einem Geschäft, in dem man versucht, alles was schwer und klobig ist, wegzukürzen. SpaceX hat damit begonnen, zumindest die äußeren 20 Triebwerke über den Starttisch mit dem Startup-Gas zu versorgen. Das geschieht über diese 20 Versorgungsleitungen, die ausgefahren sind, wenn der Booster auf dem Starttisch steht und eingezogen werden, wenn er startet. Damit sparen sie sich 2/3 der COPVs für die äußeren 20 Triebwerke. Das ist eine große Einsparung. Insgesamt verfügt der Booster über 33 Triebwerke. Und hier ist SpaceX anscheinend auf den Geschmack gekommen und hat zuletzt Leitungen installiert, die CSI Starbase zu dem Ermittlungsergebnis kommen lassen, dass sie gerade probieren, die inneren 13 Raptoren auch über den Starttisch zu versorgen. Es würde sich hier gut anbieten, das über den Quick Disconnect oder kurz QD zu machen. Der QD ist auch, wohin die Leitungen führen, die für den Booster vorgesehen sind. Dieser QD auf dem Starttisch wird von massiven Wänden aus Stahl geschützt. Und ich finde auch die Verbindungsstelle sehr faszinierend. Auch wenn sie sich ständig weiterentwickelt, gibt uns diese Animation von SpaceX 3D Creation Eccentric einen guten Eindruck, wie diese Verbindungsstelle aussieht. Der Plan war anfangs, das Schiff durch den Booster zu betanken, aber man hat schnell feststellen müssen, dass das viele Nachteile mit sich bringt. Ein eigener QD für das Schiff war damit geboren. Dieser wurde als zusätzlicher Arm am Turm angebracht. Zum Turm kommen wir gleich noch einmal im Detail. Für jetzt möchte ich noch einmal bei den COPVs bleiben. Wenn sie das schaffen, dann müssen sie nur genug COPVs für den Rückflug mitnehmen. Dieser Gedanke scheint sie jetzt auf den Geschmack gebracht zu haben, denn die neuesten Bilder lassen genau darauf schließen. Innen, außen und oben sind Plattformen, auf denen die Crews arbeiten können. Dieser Mensch hier gibt uns einen Eindruck, wie gewaltig dieser Starttisch ist. Seit den ersten Tests hat SpaceX damit begonnen, zusätzliche schützende Elemente an den Beinen anzubringen. Das sind massive Stahl- bzw. Stahlbetonkonstruktionen. Nach den ersten statischen Feuern, die den Beton unter dem Starttisch sehr mitgenommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, haben die Crews damit begonnen, neue Betonmischungen zu gießen. Um da hochzukommen,
können Crews entweder die beliebten Stufen nehmen oder nutzen einen der dutzenden Hub-Arbeitsbühnen. Aber einen Raptor kann man nicht so bequem damit unter den Starttisch heben. Deswegen hat SpaceX jetzt diese hauseigene Bühne gebaut, mit der sie unter dem Starttisch arbeiten können. Und wenn sie starten wollen, dann kann man dieses zusätzliche Stockwerk einfach wieder entfernen. Eine Aufgabe, die erst später dazu gekommen ist, ist das Schallunterdrückungssystem, auch Sound Suppression System oder Deluge System genannt. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Serie von Wasserauslässen. Denn Wasser ist in diesem Fall ein sehr gutes Mittel, um zwei Fliegen mit einer Klatsche zu erwischen. Denn das Wasser schützt Boden und die Beine vor dem Höllenfeuer der 33 Triebwerke und nimmt dabei gleichzeitig einen Teil des Schalls auf bzw. leitet ihn um. Das ist besonders wichtig, denn dieser Schall kann die Triebwerke selbst oder sogar andere Teile der Rakete beschädigen. Dabei kann sowohl das Wasser aus diesem System als auch der Stickstoff aus den Startern als Feuerschutz dienen. Es war Elons Wunsch, dass Starship ohne ein solches System auskommt, denn auf dem Mars und auf dem Mond wird es anfangs kein Deluge-System mit Millionen Litern von Wasser geben. Boca Chica ist auch ein Experimentiergrund. Daher haben sie sich bewusst dagegen entschieden, um einige der Probleme schon hier kennenzulernen. Auf dem Cape in Florida gibt es kein Experimentieren. Das sind andere Unternehmen, sie selbst und die NASA, die sie nicht gefährden dürfen. Daher wird es dort ein ordentliches Deluge-System geben. Damit sind wir auch schon bei der letzten der drei Hauptsäulen. Ja, der Starttisch ist extrem komplex und eine ingenieurstechnische Meisterleistung, aber in meinen Augen ist der Turm das Kronjuwel dieser Anlage. Mit etwa 150 Metern ist das die höchste Konstruktion in Südtexas. Der Turm hat eine quadratische Basis mit einer Kantenlänge von etwa 17 Metern. Wie auch die beiden anderen Säulen erfüllt auch der sogenannte Mechazilla-Turm mehrere Zwecke. Dafür ist der Turm mit einer Reihe von Instrumenten ausgestattet. Es gibt für den Crewzugang eine angebaute Halle, über die man zum Lastenaufzug gelangt. Mit diesem kommen die Crews bis ganz nach oben. Für die Sportlichen gibt es noch die Feuertreppe. Wie vorhin schon erwähnt, ist eine Aufgabe des Turmes, das Schiff über den QD-Arm mit Treibstoff zu versorgen. Das funktioniert ähnlich wie der Booster-QD. Der Arm kann zur Seite schwingen, die Klammern des Armes greifen das Schiff und drücken die Verbindungsstelle an, sodass sie einrasten kann. Das stabilisiert auch ein wenig den vollen Stack. Damit aber das Schiff überhaupt dort oben sein kann, müssen die beiden Chopsticks bereits ihren Dienst erbracht haben. Denn ihre Aufgabe ist es, Super Heavy vom Transportstand auf den Starttisch, dann Starship auf Super Heavy zu stellen. Dafür sind überall nicht nur Sensoren, sondern auch Kameras angebracht, die eine präzise Steuerung des Gesamtsystems erlauben. Diese Chopsticks verfügen auf ihrer Oberseite über Pressen, mit denen man die Ausrichtung des Boosters steuern kann. Das wird notwendig sein, wenn der Booster von einer Mission zurückkehrt und von diesen Armen gefangen wird. Je nach Missionsprofil könnte der Booster dann entweder direkt wieder auf den Starttisch gestellt werden, betankt und weiterfliegen, oder auf einen Transportstand für Instandhaltungsarbeiten. Für diese Zwecke können die Arme beinahe die gesamte Länge des Turmes hoch- und hinuntergefahren werden. Sie sind auf Schienen auf drei der vier Ecksäulen des Turmes gelagert. Die Power dafür kommt von diesem Gerät hier. Das Hebewerk ADS 30Q Drawworks aus dem Hause NOV wurde aus einer Ölbohrinsel ausgebaut, hierher gebracht und liefert über 9000 dringend benötigte PS, die über Flaschenzüge verstärkt werden. Schließlich fangen diese Arme das größte von Menschen erbaute fliegende Objekt der Welt. Und im Gegensatz zum Space Launch System der NASA, bei der der gesamte Turm samt Rakete auf dem Mobile Launcher transportiert werden kann, sind die Anlagen für Starship fest im Boden verankert. Schätze, beides hat seine Vor- und Nachteile. SpaceX verwendet für den Transport solche modifizierten Self-Propelled Modular Transporter oder SPMT mit Transportständen. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.